Vorbereitungen für einen besonderen Kochkurs. Er steht ganz im Zeichen von Chanukka, dem jüdischen Lichterfest. Deshalb ist auch der Nürnberger Gemeinderabbiner Eliyahu Tarantul heute hier. Liebe Freunde, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass Sie Kinder mitgebracht haben und dass diese Veranstaltung so gut besucht wird. Der Sinn und Zweck von vielen Bräuchen von Chanukka ist, das jüdische Volk, einzelne Juden zusammenzubringen. Schön, dass Sie alle heute da sind. Viel Erfolg. Koschere Krapfen, eine typische Chanukka-Speise. Wir machen heute Grundrezept und zu Hause, wenn Sie wollen, dann machen Sie verschiedene Variationen. Zu Hause würde sie sich das kaum zutrauen. Doch hier hat die 12-jährige Miriam Spaß am Backexperiment. Worauf freut sie sich besonders? Aufs Ausprobieren, wie es funktioniert. Na, vielleicht zerfallen die ja auch. Das wird sicher nicht passieren, wenn der Hefeteig gelingt. Miriams Mutter Elina vertraut auf die Schritt-für-Schritt-Anleitungen bei dem zeitaufwendigen Teig. Ja, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Das mache ich zum ersten Mal. Also ich helfe meine Tochter. Doch es gibt noch eine weitere Hürde. Miriam und ihre Mitstreiterinnen müssen die jüdischen Speisevorschriften beachten. Deshalb schaut sie sich Dotter und Eiweiß ganz genau an. Wenn ein Tropfen Blut im Ei ist, zur Seite tun und neues Ei aufmachen. Okay? Damit alles auch koscher bleibt. Bei Miriam ist alles in Ordnung. Es geht darum, dass bei uns Juden streng verboten ist, Blut zu verzehren. Sogar ein Tropfen Blut im Ei macht die Speise, die mit diesem Ei zubereitet wird, unkoscher. Also Blut dürfen wir nicht verzehren. Doch der Teig soll nicht nur koscher sein, sondern später auch schön aufgehen. Jetzt fehlen noch die letzten Details. Ein bisschen Salz, einfach so, ja. Dann lass. Ja, nur ein bisschen, ja, ganz wenig, ja, ist schon. Mit Küchengeräten wäre es leichter. Ich knete das jetzt, damit die Milch von ganz unten auch in den Teig kommt. Viel Muskelarbeit ist erforderlich, damit der Teig schön locker wird. Jetzt soll er gehen. Chanukka erinnert an die Rückeroberung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem. Doch bei seiner Wiedereinweihung gab es ein großes Problem. Es war zu wenig Öl da für den Tempelleuchter. Bei Chanukka geht es um ein stilles Wunder im Tempel. Um ein Wunder mit einem Krüglein Öl, das nur für eine Nacht ausreichen sollte und 8 Nächte brannte. Ephraim darf heute 3 der 8 Kerzen anzünden, im Gedenken an dieses Wunder. Bevor man die Kerze anzündet, muss man 2 kleine Gebete sagen und dann darf man sie erst anzünden. Sein Vater, der Rabbiner, macht erst einmal den sogenannten Diener an. Ephraim! Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kedeshanu B'Mitzvotav V'Tzivanu Le'Lignar Shel Chanukka. Amen. Chanukka Tamizdeh As Edmor Beshir Mizmor Chanukka Jetzt steht das Festtagsgebäck kurz vor der Vollendung. Fehlt nur noch die richtige Form. Und noch etwas ist ganz entscheidend. Der Teig wird in Öl herausgebacken. Denn der Sinn der frittierten Speise ist, an das über 2000 Jahre alte Ölwunder im Tempel zu erinnern. Die sogenannten Sufganiyot versüßen die Chanukka-Feiern weltweit. Miriam und Mutter Elina dürfen jetzt endlich auch genießen. Ja, schmeckt gut. 5 Tage später. Es ist der feierliche Abschluss der Chanukka-Woche.
Die Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg freuen sich, dabei zu sein, wenn endlich alle 8 Kerzen des Leuchters erstrahlen. Das Anzünden übernimmt heute der Gemeinderabbiner selbst. Sicher freue ich mich sehr. So viele Gemeindemitglieder zu sehen, kommt nicht jeden Tag vor. Heute ist der 8. Tag von Hanukkah, der Höhepunkt der Freude. Eloheinu melech haolam, Hashem kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu, lehadlik ner shel Hanukkah. Es ist die dunkelste Zeit im Jahr, die dunkelste Zeit im Dezember. Es ist eine Zeit, in der man ein instinktives Bedürfnis hat, enger zusammenzurücken. Und es ist ein Fest, an dem die Juden zusammengebracht werden sollen, in dem man noch intensiver die jüdische Gemeinschaft spürt und erlebt. Und das bei einer Feier mit koscherem Menü und viel Musik. Es gibt kein festes Regelwerk für einen solchen Festtag. Doch die altbekannten Chanukka-Lieder auf Hebräisch gehören dann doch irgendwie dazu. Und die Krapfen sind die Nachspeise. Viele Gemeindemitglieder stammen aus der ehemaligen Sowjetunion und haben wieder neues jüdisches Leben nach Nürnberg gebracht. Joachim Hamburger, der Gemeindevorsitzende, freut sich, dass alte Traditionen lebendig bleiben. Chanukka ist ein sehr fröhliches Fest. Vor allem, weil wir dann um den Leuchter herum eine gewisse Stimmung aufgebaut bekommen, die zusammenschweißt. Und dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit wird verstärkt durch die Lichter. Zeitvertreib mit dem Dreidel, ein altes Chanukka-Spiel. Ephraim und sein Bruder Elazar wissen, ihr Spielglück hängt davon ab, wie dieser Kreisel fällt. Dann bekommen sie Münzen oder verlieren sie wieder. Gewonnen hat am Ende der mit dem meisten Spielgeld. Ja, wir spielen das sehr gerne. Es macht einfach Spaß und es ist so eine Art Glücksspiel. Man kann da sehen ungefähr, wie viel Glück man hat. Jetzt bin ich dran. Auch nun wieder nichts. Und so kann sich das stundenlang in die Länge zögern, ohne dass jemand gewinnt. Oder man kann schon bei den ersten 4-mal schon gewinnen. Ein ausgelassenes Beisammensein. Chanukka gemeinsam zu feiern. Nicht nur viele Gemeindemitglieder haben dabei ihre Freude. Auch Rabbiner Eliyahu Tarantul. Ja, es ist eine gelungene Feier. Sehr viele Mitglieder sind gekommen. Es herrscht eine sehr warme, sehr positive Atmosphäre.